alte Schlafmütze. Es gibt noch Wichtigeres im Leben als Schlafen. Na los, los, aufstehen! Morgenstund hat Gold im Mund! Und ein fauler Schlumpf bleibt ein armer Schlumpf. Überhaupt kein Respekt. Du sollst lächeln, Muffi, und dich über jeden neuen Tag freuen. Sei nicht immer so ein schrecklicher, miese... Was soll denn da? Jetzt hör mir mal gut zu, Toki. Das Leben ist eine sehr ernste Sache. Hier, das ist eine Überraschung. Och, danke schön. Wenigstens ein Schluck. Kein Respekt. Nun seht euch doch mal an, Schlümpfe. Ihr steht hier rum wie Holzklötze. Wenn das Papa Schlumpf sehen würde, wäre er sehr enttäuscht. Wartet, ich bin noch nicht fertig. Du warst schon vor Jahren fertig, Schlaubi. Hefty! Was ich gerade sagen wollte, war, dass auch der Verstand Übung braucht. Und deshalb schlage ich dir wirklich vor, dass... Wenn das Einzige, was ein Schlumpf respektiert, Muskeln sind, dann ist es ganz schön hart, der Intellektuelle der Truppe zu sein. Es muss doch einen Weg geben, dass mich die anderen Schlümpfe respektieren. Ich weiß, dass ich etwas Brillantes schlumpfen werde. Schließlich habe ich den schärfsten Verstand von allen Schlümpfen. Und ich habe den aufmerksamsten von... Wer war das? Hilfe, 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 groß! Maul, Hilfe! Mal sehen, vielleicht haben Schlümpfe ja Leckereien für Großmaus entsetzlich leeren Magen. Großmaul kommt, Großmaul kommt, Großmaul kommt! Großmaul, komm! Großmaul riecht Leckereien. Großmaul sieht Leckereien. Großmaul nimmt Leckereien. Herr Großmaul, das ist unser Vorrat für den Winter. Ich befehle Ihnen, stellen Sie das sofort wieder zurück. Ich wollte sagen, Hilfe! Oh, dieses alte, grässliche Großmaul. All unsere Vorräte hat er genommen. Er sollte sich mal schämen. Ja, jeden Tag kann der erste Schnee fallen. Und wenn wir das Lager nicht sofort wieder auffüllen, werden wir in diesem Winter hungern müssen. Es ist alles deine Schuld, Schlaubi Schlumpf. Durch dich ist Großmaul ins Dorf gekommen. Nie wieder wird einer von den Schlümpfen Respekt vor dir haben. Es sei denn, es würde mir irgendwie gelingen, die Vorräte von Großmaul wieder zurückzuholen. Ich werde Ihnen zeigen, dass Schlaubi nicht nur Verstand, sondern auch Muckis hat. Um richtig stark zu werden, braucht man doch mehr Übung, als ich dachte. Aber ich muss es ganz schnell schaffen. Ja, Papa Schlumpfs Zauberbücher. Da wird bestimmt eine Formel drin sein, die mich stark werden lässt. Jetzt habe ich alle Zauberbücher von Papa Schlumpf gelesen. Oh, außer einem. Aha, Kraftformeln. Hier muss es zu finden sein. Stark, stärker, super stark. Diese Formel garantiert Superkräfte weit über die normale Kraft hinaus. Das ist es! Zehnter Versuch. Es muss einfach klappen. Ach, wozu all diese Mühe? Ich werde niemals stark sein. Ha? Boah, es hat geklappt, es hat geklappt! Ha. Jetzt werde ich es allen Schlümpfen zeigen und unsere Vorräte von Großmaul zurückholen. Oh, was steht denn da drauf, Papa Schlumpf? Lieber Papa Schlumpf, ich werde unsere Vorräte von Großmaul zurückholen, gezeichnet Schlaubi. Super Schlumpf. Was? Was? Super Schlumpf? Das gefällt mir aber gar nicht. Was, Papa
Schlumpf? Schlaubi hat eine Formel aus diesem Buch benutzt, die ihm Superkraft verleiht, aber leider weiß er nicht, dass sie nur 2 Stunden anhält. Und er ist hinter Großmaul her. Oh, armer Schlaubi. Schnell, wir müssen ihn aufhalten. Es steckt auch mehr hinter dieser Fliegerei, als ich dachte. Aber den Superschlumpf kann nichts aufhalten. Ja, wirklich, ich fliege! Da muss Großmauls Haus sein. Schneller, meine kleinen Schlümpfe, schneller! Hey, Großmaul! Wer da? Hey, was schlumpft denn wohl? Nicht Schlumpf, Superschlumpf. Geh weg, ich jetzt essen. Von wegen! Diese ganzen Lebensmittel hier gehören den Schlümpfen und nicht dir! Papa Schlumpf sagt immer, dass wir... Haha! Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, Großmaul! Und jetzt los! Kämpfe gefällig! Los! Großmaul Schlumpf platt machen wie... leckeren Pfannkuchen! Nicht Schlumpf, Super Schlumpf! Hoffentlich schaffen wir es. Schlaubi hätte gegen dieses Ungetüm keine Chance. Super Schlumpf! Ja, süße Träume. Du hast geschafft! Großmaul jetzt richtig wütend! Was? Schlaubis Ende? Schnell, kommt! Armer Schlaubi. Wie sollen wir ihn denn bloß retten, Papa Schlumpf? Ich denke darüber nach, Schlumpfine. Achtung, Vorsicht! Hat Schlaubi das geschafft? Kommt, wir müssen ihn finden. Schlaubi! Guck mal, Papa Schlumpf, ich hab's geschafft. Ich hab all unsere Vorräte wieder zurückgeholt. Die sind hier im Sack, ja, ja. Schlaubi, hör zu, ich muss dir etwas sagen. Du hättest mich sehen sollen, Papa Schlumpf. Du wirst es nicht glauben, aber ich war einfach unglaublich. Ich war... Jetzt hör doch zu, Schlaubi. Diese Kraftformel, die ist... Sieh doch, Papa Schlumpf, da kommt Großmaul. Ich sage euch, lasst uns die Lebensmittel schnappen und abhauen. Totti hat recht, nur ganz schnell weg von hier. Noch nicht, Papa Schlumpf. Warte, ich muss Großmaul noch eine Lektion erteilen. Vorsicht, Schlaubi, gleich verlierst du die Kraft. Ach, nein, tue ich nicht, Papa Schlumpf, wirklich nicht. Ich bin so stark wie immer. Es gibt Schlimmeres. Außerdem wird ja erst in einer Woche Winter. Ich weiß das ganz genau, weil ich... Schon gut, schon gut, schon gut. Dann haben wir einen frühen Winter. Papa Schlumpf, ich bin wirklich absolut sicher, dass ich, wenn ich noch mehr von dieser Superkraftformel kriegen soll... Sei bloß still, Schlaubi! Schlaubi, diese Formel verschafft uns mehr Probleme, als sie löst. Da, er geht an unsere Vorräte. Na, das wollen wir doch mal sehen. Hallo, schöner Mann. Hä? Tada, hier bin ich. Ach, was will Schlumpf? Oh, du großes Dummerchen. Ich bin kein Schlumpf, ich bin eine Schlumpfine. Gefalle ich dir? Nein. Oh, lieber Herr Großmaul. Wenn Sie doch nur wüssten, wie nötig wir kleinen blauen Schlümpfer alle diese Lebensmittel brauchen. Großmaul braucht sie aber auch. Ach, natürlich brauchen sie sie auch. Sie sind ja so groß und stark. Aber denken Sie doch an die hungrigen Schlümpfe. Hungrige Schlümpfe? Was? Ja, klitzekleine, schnucklige, blaue Schlümpfe, die in der kalten Nacht nach etwas zu essen rufen und es gibt nichts. Oh, das macht Großmaul traurig. Und Sie haben unser Essen gestohlen, Sie böser Junge. Ja? Sie sind ein ganz ungezogener Menschenfresser, nicht wahr? Menschenfresser! Und Sie werden uns all unsere Vorräte wiedergeben, richtig? Nein! Hilfe! Heftig! Ich fange Sie auf, Papa Schlumpf! Pep. Ich mach das, ich hab noch ein paar Superkräfte. Du wirst dich doch nicht übernehmen wollen, Schlaubi. Ach was, ich doch nicht. Ich fang sie. Oh, Papa
Schlumpf, danke. Mann, bin ich hungrig. Ja, und kalt ist mir. Oh, wie bekommen wir jemals unser Essen wieder? Ich weiß auch nicht, Schlumpfine. Papa Schlumpf, ich weiß, wie wir es wieder kriegen. Du weißt es? Dann sag es, Schlaumi. Wenn du es ja nicht weiter sagst. Oh, nun ratet mal, wem es gleich gut schmecken wird. Mir, mir, mir. Mmh, Matsuppe, gut. Ha, was machen Steine da drin? Großmaul mag Steine in Suppe gesteppt. Steine sind gut und knusprig. Ich muss zugeben, Schlaubi, diese Steine waren eine sehr schlumpfige Idee. Oh, danke, Papa Schlumpf. Ich sag's ja immer, letztlich siegt immer wieder der Verstand. Und ich glaube auch, dass... Was gefunden, Hefti? Nichts, Papa Schlumpf. Oh, Papa Schlumpf, die Trockenheit hat alles vernichtet. Oh, da ist nicht das kleinste bisschen zu essen im ganzen Wald. Naja, Beauty und Clumsy sind noch unterwegs. Vielleicht haben die wenigstens Glück. Ich hoffe. Ja, schrecklich, Beauty. Wenn wir nicht bald was zu essen finden, müssen alle Schlümpfe sterben. Naja, doch nicht gleich sterben. Findest du nicht, dass mir diese hübschen Backenknochen sehr gut stehen? Naja, Geschmackssache. Naja, du hast recht. Oh, Clumsy, was sollen wir denn machen? Tja, was sollen wir machen? Was zu essen suchen? Oh, schau mal, das ist für uns gedacht. Oh, danke. Können wir nicht annehmen. Oh, doch. Ihr habt sicher noch mehr davon. Na schön, na gut, wenn du darauf bestehst. Danke, liebes Eichhörnchen. Oh, endlich was zu essen. Essen wir. Warte, denk doch an die anderen Schlümpfe. Oh ja, wir müssen das ja teilen, komm. Hey, Clumsy, sag mal, warum können wir denn nicht unseren Teil schon jetzt essen? Nur die Ruhe, Beauty, das Dorf ist doch nur ein paar Schritte entfernt und da können wir doch... Keine Angst, ich hol sie. Er ist verschwunden. Clumsy, bist du in Ordnung? Ja, aber unsere Eiche ist tief nach unten gerollt. Wir müssen sie holen. Azrael, hör auf zu jammern. Wir haben nichts mehr zu essen außer dieser wunderbaren Schleimsuppe, also iss sie gefälligst. Los! Wählerisches Katzenvieh. Ist doch ein wunderbares Süppchen. Siehst du? Ja, möglicherweise doch ein bisschen zu viel Pfeffer. Oh, wir sind verloren, Azrael, verloren. Das war das letzte bisschen Essen im ganzen weiten Wald. Warte mal, da gibt's doch noch was zu essen in den Wäldern. Ja, ja, diese kleinen blauen Bonbons, diese Schlümpfe. Und in ihrer durch den Hunger geschwächten Verfassung werden sie eine leichte Beute für uns. Was? Beauty, sieh mal da! Schlumpferwetter! Es oh Mann, schnell, das müssen wir Papa Schlumpf sagen! Juhu! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf!
wir haben Essen gefunden, jede Menge Essen. Eine ganze Höhle voll Essen. Und alles tiefgefroren. In Ordnung, Schlümpfe. Nehmt eure Eispickel und einige Körbe mit. Ja! Irgendwas ist merkwürdig an der Sache, wenn ich nur wüsste, was es ist. Hierher, meine kleinen Schlümpfe. Onkel Gargamel hat eine feine Überraschung für euch. Kommt raus, wo immer ihr seid, ihr widerlichen Kreaturen. Ich muss sie sofort finden. Ich bin viel zu hungrig, um länger zu warten. Autsch! Ich weiß, ihr habt noch mehr Nüsse da oben und ich verhungere hier unten. Schau doch, sieh doch, Azrael, diese vielen Nüsse, die werden wir uns rösten. Kein mickriges Eichhörnchen wird uns etwas vorenthalten. Vielleicht geben wir diese Schlumpfjagd doch besser auf, Azrael. Sie scheint der Gesundheit wenig zuträglich zu sein. So, da ist es. Jede Menge zu essen. Sehr gut gemacht, Schlümpfe. Dies ist ein großartiger Fund. Komm ran an die Tiefkühltruhe. Das mache ich mit links. Wenn ich nur wüsste, warum mir das alles so seltsam bekannt vorkommt. Oh Mann, ich kann kaum erwarten, den dicken roten Apfel dort zu kriegen. Oder die süße Orange. Oder diese Schlumpfbeeren. Oder diese Mistel da. Die Mistel? Die Mistel? Mistel? Naja, also dieses Ding hier eben. Seht euch das bloß mal an. Es hat sich bewegt. Jetzt erinnere ich mich. Hä? Da gibt's eine alte Schlumpflegende von einem Riesen, der vor langer Zeit den Schlümpfen alle Nahrung gestohlen hat. Wegen seiner Selbstsucht wurde er in seinem Keller eingefroren, bevor er auch nur einen einzigen Bissen essen konnte. Und alles in der Höhle bleibt gefroren, bis die Sonne auf diesen kostbaren Diamanten scheint und den Fluch aufhebt. Aber die Sonne wird hier nie hereinscheinen. Und wir werden das nie essen. Wartet, vielleicht gibt's doch einen Weg. Papa Schlumpf, wie wär's, wenn... Oh, Handy, du bist fast ein Genie. Okay, Beauty, gib mir deinen Spiegel. Oh. Ich kann das nicht verstehen, Azrael. Nirgends eine Spur von diesen widerlichen Schlümpfen zu finden, als hätte sie der Erdboden verschluckt. Hoppla! Aha! Was haben wir denn da? Einen schlumpfgroßen Spiegel. Ja, ich rieche sie auch, Azrael. Und diesmal haben wir sie erwischt. Mehr nach links, Schlumpfine. Ein bisschen höher. Etwas nach rechts, Schlumpfine. Nein, nicht so viel. Ein bisschen höher. Genau da. Es klappt! Es funktioniert! Heute Abend essen wir wieder wie Schlümpfe. Ja! Hurra! Oh, ein Gebirge von Essen. Und der unglaublichste Edelstein, den ich je gesehen habe. Mein lieber Mann! Was, Junge? Oh Mann! Ich kann nicht mehr warten. Ich hasse warten. In Ordnung, Schlümpfe, das reicht. Lasst uns gehen. Aber Papa Schlumpf, wir haben doch gerade erst angefangen. Torti? Ja, Papa Schlumpf. Hallo! Gargamel! Lass uns hier raus, Gargamel, oder du wirst gleich eine böse Überraschung erleben. Willst du mir etwa drohen, du kleiner blauer Wurm? Ich bestimme hier die Richtung. Alles hier gehört mir, nur mir. Zunächst werde ich mein neues Juwel begrüßen und danach mache ich ein Fest mit all der herrlichen Nahrung. Und ihr, meine widerlichen Schlümpfe, seid das Dessert. Oh, mein Essen.
Ich hab dich gewarnt, Gargamel. Oh, ja, hier ist Jessen zurück, Herr Riese. War nur ein ganz kleiner Scherz. War nicht witzig. Nein, nein, wirklich nicht. Das gebe ich zu. Das ist richtig. Aber das haben alles die sich ausgedacht. Die haben sich hier eingeschlichen und all die schönen Sachen gestohlen. Also wenn ich sie wäre, würde ich denen eine Lektion erteilen. Ich würde denen eine Lektion erteilen, dass sie... Ahaha, weg hier! Schnell, laufen wir doch! Wir können nicht. Er versperrt den Tunnel. Nun werdet ihr bezahlen. Stopp, Riese! Du weißt ganz genau, was das letzte Mal passiert ist, als du selbstsüchtig warst. Ja. Du willst doch nicht, dass das wieder geschieht, oder? Nein! Sagen euch was, ich teilen essen. Einverstanden? Ha? Einverstanden. Schnell weg, Schlümpfe! Wartet! Nehmt Diamanten auch, eher mir geben Geld. Keine Spur von Gargamel, aber das will nicht heißen, dass er hier nicht irgendwo rumschleicht. Also gebt acht, meine kleinen Schlümpfe. Ich hasse dunkle Gänge. Pass doch auf, Klampfi. Nun, widerliche Schlümpfe, habe ich nicht nur eure ganze Nahrung, sondern auch noch eure kleinen blauen Häute. Gargamel, du machst einen großen Fehler. Dieser Diamant erlaubt keinerlei Selbstsüchtigkeit. Ich bin ja nicht blöd, Papa Schlumpf. Du willst ihn nur für dich selbst behalten. Aber er gehört mir, auch wenn es dir nicht passt. Was ist denn das? Was geschieht denn mit mir? Deine Gier ist dein Verderben. Oh, Hilfe, ich erfriere. Lass uns hier verschwinden. Ja, nach Hause. Bitte nimm den Fluch von mir. Das ist völlig unmöglich. Aber sei unbesorgt, Gargamel. Wenn die Sonne den Diamanten trifft, wird alles wieder ganz normal. Das heißt, im Moment sieht's nach Regen aus. Oh nein, kein Regen. Bitte keinen Regen. Regen, die Dürre ist vorüber. Hurra! Toll, Papa Schlumpf. Das kann auch Tage dauern, bis die Sonne wieder rauskommt. Tja, ich weiß wirklich nicht, wann ich mich das letzte Mal so amüsiert habe. Ausgesprochen schlumpfig. Achtung, Schlümpfe! Hief hoch! Ich hasse Hochriefen. Halt doch bitte mal mein Werkzeug, Klamsi. Na klar, gerne, Schlaubi. Aua! Oh, mein Fuß! Ich brauche meine Schneeblumenpollen gegen die Schwellung. Oh, so was Dummes, sie befinden sich im Labor. Keine Sorge, Papa Schlumpf, ich bringe sie dir sofort. Klamsi, es ist alles deine Schuld. Also bring sofort die Schneeblumenpollen oder Papa Schlumpf wird dir das nie verzeihen. Oh, natürlich. Hier kommt sie, Papa Schlumpf. Ich renne so schnell. Schon gut, das übernehme ich, Klamsi. Ich habe sie, Papa Schlumpf. Aber Schlumpfi, das ist nicht fair. Ich wollte dir... Ich habe sie, Oh, verschlumpft. Das waren die letzten, die ich hatte. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich besorge dir ganz viele neue Schneeblumenpollen. Ah, aber es existiert nur eine einzige Schneeblume auf der ganzen Welt. Außerdem blüht sie nur einmal im Jahr. Allerdings blüht sie immer zu dieser Jahreszeit. Sag mir nur, wo sie ist und ich hol sie dir. Ich bin sehr froh, dass du so denkst, Schlaubi. Denn das Schwierige daran ist, die Eisblume wächst auf dem Gipfel des Eisberges. Des Eisberges? Und nicht vergessen, Schlümpfe, ihr dürft die Blume auf keinen Fall pflücken. Also bringt mir nur die Pollen. Denn nur dann wird die Schneeblume auch im nächsten Jahr wieder blühen. Alles klar, Papa Schlumpf. Vorwärts, los! Auf Wiedersehen! Wiedersehen. Und viel Glück!
Eure Tapferkeit wird nicht umsonst... Hefty, ich bin so durstig und ich habe vergessen, mich heute zu waschen und ich habe mein Bett nicht gemacht. Darf ich wieder nach Hause gehen? Hör jetzt auf damit, Schlaubi! Du brauchst vor nichts Angst zu haben, vor gar nichts! Hefty, ich habe das komische Gefühl, dass wir beobachtet werden. Beobachtet? Ach komm schon, Schlumpfine. Ganz plötzlich habe ich auch so ein komisches Gefühl. Lasst uns bloß schnell die Schneeblumenpollen besorgen und hier verschwinden. Oh, seht nur, da ist sie. Ist sie nicht wunderschön? Der Letzte, der an der Schneeblume ist, ist ein gefrorener Schlumpf. Hey, woher kommt denn dieses große Loch so plötzlich? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir das rausfinden wollen. Oje, oje. Lass uns die Pollen holen und schnell nach Hause gehen. Also gut, vorsichtig da oben. Vorsicht! Ich komme einfach nicht höher. Hefty, ich bin viel leichter als ihr. Versucht, mich hochzuheben. Das ist zu riskant, Schlumpfine. Du solltest lieber nicht... Nein, nein, ich hab sie gleich. Schlumpfine! Oh, was ist denn passiert? Unsere Schlumpfine ist weg. Niemals vergessen, Schlumpfine. Das Einzige, was wir tun können, ist Schlumpfines letzten Wunsch zu würdigen. Wir übergeben diese Blume Papa Schlumpf. Es hat keinen Zweck. Wir sind gefangen. Was? Gefangen? Ich wusste es. Ich wusste es. Papa Schlumpf. Jetzt bloß keine Panik. Also, wir müssen Papa Schlumpf wissen lassen, dass wir Hilfe brauchen. Ganz einfach. Wir senden ihm Rauchsignale. Ich frage mich, was die Schlümpfe bloß auffällt. Sie müssten schon lange wieder da sein. Hör endlich auf damit. Oh, entschuldige, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf, sieh doch! Schlumpfrauchsignale vom Eisberg. Meine Schlümpfe brauchen mich. Schnell, bringt den Schlitten. Bitte lass mich runter, bitte. Bitte, bitte halt mich hier nicht fest. Ich will doch nur zu meinen Freunden. Hör zu, ich gehöre niemals zu dir. Und ich gehöre niemals hierher. Lass mich. Oh, wein doch nicht. Ich weiß, du meinst es gut. Es ist nur, weil ich... Ich friere so. Dankeschön. Aber ich habe auch Hunger. Aber ich brauche mehr als nur einen Eiszapfen. Oh, wenn doch nur Papa Schlumpf hier wäre. Oh, wenn doch nur Papa Schlumpf hier wäre. Und Schlumpfine. Lauft, Schlümpfe, lauft! Wir laufen, ja! Wir laufen, ja! Jetzt ist er erst richtig böse. Und wir sind erst richtig in die Enge getrieben. Unsere einzige Möglichkeit heißt Widerstand. Kommt, Schlümpfe, los, auf ihn! Ach, du bist Schlümpfe!
wir sind fast da. Normalerweise blüht hier die Schneeblume. Aber sie ist verschwunden. Genauso wie die anderen Schlümpfe. So wie es aussieht, war hier ein Schneerutsch und hat all unsere lieben kleinen Schlümpfe mit in die Tiefe gerissen. Auch unseren Torti. Nie wieder wird sein Magen vor Hunger knurren können. Und Klamsi wird nie wieder einen Baumstamm auf meine Füße fallen lassen können, arme Schlümpfe. Hört uns ja keiner. Unsere geliebten Schlümpfe hört. Ja, ich höre sie auch. Schlümpfe! Sie lebt! Papa Klumpf! Wir sind froh, dich zu sehen! Hier, wir haben die Schneeblume für dich geholt. Ausgezeichnet. Und jetzt folgen wir dem Schnee bis zu Schlumpfine. Ich behandle meinen Fuß unterwegs. Hilfe! Oh, Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Oh, vielen Dank, Schneebies. Du hast mir zum zweiten Mal das Leben gerettet. Oh, was ist denn mit deinem Fuß passiert? Da wären wir. Schlumpfine muss hier drin sein. Keine Sorge, wir holen sie raus. Oh. Oh. Angriff! Warte, wo bringst du mich hin? Komm zurück, du Schneebiest! Seid doch bitte alle mal friedlich, ihr macht ihn ja Atem. Das arme Schneebiest ist nicht böse, es ist nur furchtbar einsam und es möchte, dass ich bei ihm bleibe. Schneebiest, hab keine Angst, wir wollen dir nichts tun. Diese Schneeblumenpollen heilen deinen verletzten Fuß sofort. Hör zu, Schneeblumen können nur in Eis und Schnee existieren und unsere Schlumpfine dagegen nur im sonnigen, warmen Klima unseres Schlumpfdorfes. Und genau wie die Schneeblume gibt es nur eine Schlumpfine auf der Welt. Das heißt, es gab nur eine einzige Schneeblume. Aha, Schneeblumen. Oh. Denkt dran, nehmt nur so viel, wie wir brauchen. Danke, dass du die Schneeblumen mit uns geteilt hast. Können wir nächstes Jahr wiederkommen, wenn sie blühen? Das bedeutet, dass wir beide uns auch jedes Jahr wiedersehen. Auf Wiedersehen, Schneebies. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank. Heute ehren wir unsere geliebten Schlümpfe, die ihr Leben riskiert haben, um die Schneeblume zu suchen. Wir sind froh, dass ihr wieder zu Hause seid. Ich hatte schon gedacht, du wärst tot. Nee, ich hatte nichts mehr zu essen. Möchtest du noch etwas Kuchen? Oder etwas Hasparilla? Gerne, wenn es euch nichts ausmacht. Hier ist eine Überraschung für dich, Papa Schlumpf. Aber trotzdem kann man vom Glück sagen, es ist bei uns Schlümpfen wirklich alles beim Alten geblieben. Was für ein niedlicher Morgen, sehr nett. Na, du Angsthase? Eine Ode an den Herbst. Wunderschöne Jahreszeit, die Bäume bunt und Winter nicht mehr weit. Himmelblau wie ein Kristall, die Blätter kommen nun zu Fall. Ich hasse Dichten. Guten Morgen, Gamelie. Guten Morgen, Papa Schlumpf.
braver Junge. Das ist ja eine schlaue Fliege, die du da hast. Oh, danke, Papa Schlumpf. Sie kann sogar Pfötchen geben. Soll sie mal? Ach nein, danke, Gammeli. Ein andermal. Komm, sitz, Fliege. Flieg hoch und jetzt eine Runde, Fliege. Ich rieche Schnee in der Luft und Schnuffis Nase irrt nicht. Das weiß ich ganz genau. Ja, Chippy, es sieht gar nicht so gut aus. Ich werde die anderen lieber warnen. Sag, keine Zeit zum Quatschen, Schnuffi. Siehst du nicht, dass wir bald spielen? Hier, fang! Wo Schlumpf, welch ein wundervoller Tag zum Picknicken. Totti, Fauli, warte doch mal. Keine Zeit, Schnuffi. La 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 la. Toulouse, da kommt ein Riesensturm. Ah, Schnuffi, ein ehrlicher Tag zu malen der Herbstblätter. Was? Herbstblätter? Da kommt ein grässlicher Wirbelsturm. Was sagst du da, ein Wirbelsturm? Papa Schlumpf, meine Nase irrt sich nie und ich rieche, dass ein Wirbelsturm herzieht. Da hast du vielleicht recht. Ich sehe gleich mal nach in meinem Almanach. Hallo, Zwirni. Könntest du mir einen hübschen Mantel aus diesen Fellstücken machen, ja? Dies hier? Oh, das wird ein Spitzenmantel. Na prima. Ich bereite mich auf den Wirbelsturm vor. Wirbelsturm? Bist du verrückt? Heute Abend hole ich ihn ab. Wiedersehen. Ein Wirbelsturm hat er gesagt. Ich sag's ja, dieser Tag ist total verrückt. Im Jahre des 70. Schlumpfs. Schnuffi hat recht. Da gibt es einen frühen Schnee. Schlumpffreunde, Papa Schlumpf sagt, der Winter kommt in diesem Jahr besonders früh und wir müssen uns sofort darauf vorbereiten. Also Ferner für mich sieht das nicht wie Winter aus. Ja, das ist richtig. Das sieht das nicht aus. Ich hasse Wintervorbereitungen. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Gehen wir doch schwimmen. Oh, eine gute Idee. Den Mais können wir auch später ernten. Aber Papa Schlumpf hat gesagt, wir müssen unsere Wintervorbereitungen treffen. Sieht das für dich wie ein Winterhimmel aus, Schlaubi? Auch wenn es dir im Augenblick nicht so erscheinen mag, es ist eine Art blauer Himmel mit wenigen hohen Wolken, eine helle Sonne steht am Firmament oder... Hey, wartet auf mich! La, 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 la. Oh, mir ist so heiß. Schlümpfe, wir müssen uns auf einen Schneesturm vorbereiten. Oh, Schnuffi! Wo hast du denn diesen tollen Pelzmantel her? Was ist denn das, Schnuffi? Eine Flohfalle? Ihr mögt das ja komisch finden, aber morgen wird es schneien. Schnuffi hatte recht, der Winter ist früh da. Ich hoffe, meine Schlümpfe haben sich vorbereitet. Oh, mein glänzender Verstand friert ein. Ich hasse Frieren. Ih, der viele Schnee macht ja fürchterliche Angst. Bahn frei! Ja! Aus dem Weg, ich komme! Hat dir jemand was von Müll gesagt? Ah! Vorsicht, Vorsicht! Hier kommt der schnellste Skifahrer! Ich hasse Skifahrer! Oh Mann, ich hoffe nur, Handy ist zu Hause, um mir ein bisschen Feuerholz zu leihen. Dieser Schnuffi macht mich wahnsinnig. Oh, Papa Schlumpf, uns ist so kalt. Oh, no, no, frieren ist nicht mein Fall. Ich fürchte, niemand interessiert sich für meine Ode an die Kälte. Himmel, was erblickt mein Auge? Mir ist so kalt, dass ich ganz blablablau werde. Aber du bist doch immer blau, Beauty. Das verstehe ich nicht. Ist es denn nicht schön warm in euren Häusern? Naja, wir wollten gerade Holz holen. Holz holen? Wir haben doch alle Vorbereitungen für den Winter getroffen, meine kleinen Schlümpfe. Wir sind noch nicht fertig. Ich hab's verschlafen. Es war so schön, dass wir so viel zu malen. Ruhe! Kommt rein, kommt rein. Ich möchte gern wissen, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Ich hab eine Überraschung, Schnuffi. Oh, danke, Joki.
Güte. Hey, komm zurück, mein Maschel! Das ist nicht cool, Schoki! Hallo, Fürchti. Hast du Joki nicht gesehen? Überraschung, Fürchti. Oh, danke. Das wäre doch nicht nötig, aber... Hey, komm sofort wieder her! Stopp! Fürchti? Fürchti, sag mal, was machst du denn mit Schnuffis Mantel? Schnuffis Mantel? Aber ich... Papa Schlumpf pflegt zu sagen, immer schön alles teilen. Also gibst du mir jetzt lieber den Pelzmantel, denn Papa Schlumpf sagt... Oh nein, das wirst du nicht, Schlumpfi. Lass los, Hefti. Ich hab ihn zuerst gesehen. Hier wird er großartig stehen. Was gibt den Mantel her? So was. Schnell, Papa Schnuffi, wir haben uns alle kältet. Nun, nun, ein Winterschnupfen ist mit einem heißen Schlumpfwurzeltee sofort kuriert. Nanu, was ist denn das? Ist das alles, was noch da ist? Schlaubi, hast du nicht neuen Vorrat aus dem Wald geholt, wie ich dir befohlen habe? Du, mich, was, Papa Schlumpf? Ich hatte zu tun und da habe ich Fauli gesagt, er soll's tun. Und ich musste dringend schlafen, da habe ich Hefti gesagt. Das war dein Job, nicht meiner. Jawohl, recht hat er. Ruhe! Nur weil ihr so nachlässig wart, bekommt ihr jetzt womöglich die Schlumpfmonia. Es sei denn, wir finden noch irgendwo Schlumpfwurzeln. Hallo. Schnuffi, wir brauchen deine Hilfe. Viele Schlümpfe sind krank und mir ist die Schlumpfwurzel ausgegangen. Also, das wird mir ein Vergnügen sein, Papa Schlumpf. Allerdings haben wir einige sehr unschlumpfige Schlümpfe den Mantel ruiniert. Den wirst du bei dieser Kälte natürlich brauchen. Papa Schlumpf, ich bin fürchterlich erkältet, das ist unmenschlich, wo du doch immer sagst, dass ich... Schlaubi, halt den Mund. Oh nein, ich werde mir die Zähne frieren. Worauf wartest du noch, der Nächste? Den hast du wieder prima hingekriegt, Zwirni. Na, was hast du denn erwartet? Ich verstehe mein Handwerk. Wir haben volles Vertrauen, Schnuffi, dass du uns ein bisschen Schlumpfwurzel bringst. Fast alle Schlümpfe leiden schon an der Schlumpfmonia, außer dir und, mir. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Schnuffi versagt nicht. Schlumpfwurzel, Schlumpfwurzel, ich spüre, du bist hier. Ach, wir müssen bald was zu essen finden, Asael. Aha, was ist denn das? Ihr Schwan, wir sind da etwas sehr Brauchbarem auf der Spur, Asrael. Ja, Schlumpfwurzelauftrag erfüllt. Hallo, auf Wiedersehen. Hinterher, Asrael, fange mir! Aha, ich seh ihn, Asael. Nein, 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 den hol ich mir. Ich kriege dich, du kleiner, knackiger Schlumpf, ja? Mann, oh Mann, ist das ein fetter, kleiner Bursche, aber er sitzt da ziemlich festig, ja? Das war unser letztes Holz. Ich hoffe, Schnuffi kommt bald wieder oder wir brauchen keinen Tee mehr. Ich habe hier noch etwas, was wir verbrennen können, Papa Schlumpf. Es ist mein Lieblingsmüll. Ja, danke, Gammeli. Holzstückchen, Borke, Zweige, Blätter, ja, Dreck, Staub, Fischgräten, ein paar Klammern und Bolzen und anderes. Das war sehr freundlich von dir, Gammeli. Naja, danke schön. Nicht der Rede wert, Papa Schlumpf. Die Taschentücher auf den Müll. Sagte da nicht jemand Müll? Hallo?
ist die Schlumpfwurzel. Hurra! Scheint heute ein heißer Tag zu werden, meine lieben Freunde. Sagt ihr ein heißer Tag? Wer will uns veräppeln? Das sind Reichtumsnamen. Ja, Schnuffi ist immer auf alles vorbereitet. Schlumpfine, ich habe zum Fest ein Solo einstudiert. Willst du es hören? Nein, danke. Ich kann jetzt nicht. Ich muss noch meine Geschenke unter den Baum legen. Vielleicht später. Tschüss. Hey, Muffi, willst du mein Solo hören? Ich hasse Soli. Vorsicht, Schlümpfe. Passt auf, dass nichts runterschwappt. Klamsi, Achtung. Nicht so schnell, Hefti. Vorsicht, es ist rutschig. Hey, Schlümpfe, wollt ihr mein Solo hören? Im Augenblick nicht, Harmonie. Du weißt doch, was Papa Schlumpf uns immer sagt. Der große Pudding ist schließlich einer der wichtigsten Bestandteile des Weihnachtsfestes. Und durch auch nur die geringste Ablenkung könnte das Gelingen des Puddings gefährdet sein. Kein Schlumpf hat mehr Sinn für gute Musik. Pauli, willst du mein Solo hören? Na, packst du Geschenke, Joki? Ja, das wird meine besondere Festtagsüberraschung. Ein Geschenk für jeden Schlumpf. Hast du auch eine Überraschung? Klar, ich habe ein Solo einstudiert. Willst du es hören? Moment, nein, warte. Harmonie, aufhören! Jetzt kann ich von vorne anfangen. Schau, was du angerichtet hast. Ach, ich kann es kaum abwarten, bis er fertig ist. Das ist der beste Pudding, den ich je gemacht habe. Und ich habe ihn heil hierher getragen. Ich bin sicher, dass Papa Schlumpf auf mich stolz sein wird. Torti hat den besten Pudding seines Lebens gemacht und ich? Willst du vielleicht mein Solo hören? Halt es ein bisschen höher. Vorsichtig mit den Kugeln. Jetzt etwas niedriger, Schlumpfine. So ist es gut. Wunderbar. Ach, all meine kleinen Schlümpfe sehen so glücklich aus. Ich glaube, das wird das schönste Weihnachtsfest, das wir je hatten. Und seit eh und je geht der Weihnachtsmann am Heiligabend auf seine Reise. Er hat einen weißen Bart, eine rote Kapuze und über seiner Schulter trägt einen großen Sack mit Spielsachen. Und damit besucht er alle Kinder dieser Welt. Und bringt uns Geschenke. Ich kann es kaum erwarten, Großvater. Gibt's den Weihnachtsmann wirklich, Großvater? Nun, als ich ein kleiner Junge war, wäre Heiligabend ohne Weihnachtsmann kein richtiger Heiligabend gewesen. Heiligabend, bäh! Ich hasse Feiertage, aber am meisten hasse ich dieses grässliche Weihnachtsfest. Wenn ich nur an diese miesen blauen Schlümpfe da draußen denke, die ihre kleinen Geschenke packen mit all ihrer Liebe und ihren guten Wünschen. Es ist ekelhaft, es widert mich an. Azrael, du selten blöde Katze. Ich werde dich in einen fliegenden Fußabtreter verwandeln und dann... Was ist das? Mutters altes Rezept, das Leben mies zu machen. Ach, das ist es. Damit werde ich diesen Schlümpfen ihr Weihnachtsfest verderben. Oh, das wird eine Freude. Ich werde ihnen das Weihnachtsfest so vermiesen, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh werden. Na, na, jetzt noch nicht, Torti. Ich wollte nur probieren, ob er schon fertig ist, Papa Schlumpf. Oh nein, das ist überhaupt nicht wahr, Torti. Du wolltest einen Happen für dich wegnehmen und das ist sehr selbstsüchtig und unschlumpfig. Schlaubi. Außer dir gibt es noch 99 andere Schlümpfe und die wollen auch... Hey, Schlaubi, willst du damit sagen? Wir wollen alle gleiche Anteile an dem Pudding. Schlaubi! Danke sehr. Nun, wie wir alle wissen, ist der große Pudding nicht fertig, bevor nicht die letzte Zutat hinzugefügt ist. Du meinst die große Walnuss, Papa Schlumpf? Natürlich die große Walnuss. Du meinst die große, pralle, köstliche Walnuss? Du hast sie gegessen. Tut mir leid, Papa Schlumpf, ich konnte nicht widerstehen. Ist schon gut, Torti. Ich werde mir eine andere vom Eichhörnchen borgen. Lalalala.
So, Azrael, dieses herrliche Rezept ist erst komplett, wenn alle gemeinen Zutaten dran sind. Mutters eigene süße Erfindung. Eine Essenz aus Rattenfett. Oh, was für ein wundervolles Gefühl, dass es diese grässlichen Schlümpfe bald nicht mehr geben wird. Da! Ich verstehe das nicht. Was ist denn falsch gelaufen, Azrael? Ich habe Mutters Rezept genau befolgt, bis auf den letzten... Tropfen! Na komm schon! Ich hab sie! Ich hab sie, Papa Schlumpf! Naja, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Dank dir, Eichhörnchen, und frohes Fest! Oh, Azrael, wenn ich daran denke, dass Weihnachten vor der Tür steht und diese ekelhaften Schlümpfe da draußen singen und tanzen und lachen. Das macht mich so verdammt wütend. Wenn es mir doch nur gelingen würde, sie endlich zu vernichten, dann würde ich... Wer klopft denn da? Hallo? Wer seid ihr denn? Hä? Bitte, lieber Herr, unser Schlitten ist umgekippt und der Großvater liegt drunter. Würden Sie uns bitte helfen? Habt ihr denn auch Geld? Nein. Dann haut ab, ich hab zu tun. Oh Mann, ist der gemein. Ja, das ist er. Komm, William, wir werden schon jemanden finden, der uns hilft. Die Kinder müssten längst hier sein. Ich hätte ihnen nie erlauben sollen, die Reise mit ihrem Großvater zu machen. Startet sofort eine Suchaktion. Ja, Herr. Ist Großvater jetzt im Himmel, Grannyware? Er wird sicher wieder zu sich kommen. Wir müssen bloß bald jemanden finden, der uns hilft. Diese beiden Kinder hatten vielleicht Nerven, mich einfach in meiner Arbeit zu unterbrechen. Also nochmal. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, zwei Tropfen Fledermausspeichel und... Nein, dieses Rezept ist viel zu schwach. Meine Güte! Es muss doch ein Mittel geben, die Schlümpfe zu vernichten. Wer sind Sie? Wer ich bin, ist nicht wichtig. Wichtig ist einzig und allein, dass ich dir die Macht geben kann, die Schlümpfe zu vernichten. Interessant. Und was wollen Sie dafür? Ich will die beiden Kinder, die sich im Wald verlaufen haben. Darf ich vielleicht auch fragen, warum? Rache. Einfach Rache. Bailiff, der Onkel dieser Kinder, strotzt nur so vor Güte und er mischt sich ständig in meine Geschäfte ein. Immer wieder hat er mich daran gehindert, meine Taten auszuführen. Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, mich an ihn zu rächen. Ich werde die beiden Kinder entführen lassen. Natürlich könnte ich die Kinder auch selbst entführen, aber sagen wir mal, es tut mir weh, auch nur in der Nähe von Güte zu sein. Deshalb brauche ich dich. Ich verstehe. Und die Schlümpfe? Auf dieser Rolle ist der Weg zum Dorf der Schlümpfe aufgezeigt. Und was zu tun ist, wenn du da bist. Oh ja, ja, ich werde sofort losgehen. Erst die Kinder, dann die Schlümpfe. Oh ja, natürlich, ich... Kinder, Wo können die beiden Belger nur stecken? Kinder, Hallo, wir suchen nach zwei kleinen Kindern, meine Nichte und meinen Neffen. Haben Sie sie gesehen? Nein, leider nicht. Sie hatten einen Unfall. Der Schlitten des Großvaters hat sich überschlagen. Er ist nicht verletzt, aber wir können die Kinder nicht finden. Oh, die armen Kinder. Ich werde selbstverständlich meine Augen offen halten, mein Herr. Ich biete Ihnen eine Belohnung. 10 Goldmünzen, wenn Sie sie zurückbringen. Wie sagten Sie, 10 Goldstücke, das ist aber großzügig. Die Hauptsache ist natürlich, dass die lieben Kinderchen gerettet werden. Oh, ich bete, dass es ihnen gut geht. Also gut, hoffen wir, dass einer von uns die Kinder findet. Und ein frohes Fest, guter Mann. Oh, euch allen auch frohe Weihnachten. 10 wundervolle Goldmünzen, tja, vielleicht, Azrael, gibt es einen Weg, beides zu bekommen, die Schlümpfe und das Gold. Huhu, Kinder, huhu. Ich hab Angst, Grannyware. Armer Großvater. Keine Angst, William. Es wird bestimmt schon wieder alles gut werden. Stille Nacht, heilige Nacht. Psst! Hör mal, Papa Schlumpf. Das hört sich an wie ein... Ein Kind? Ja, genau das wollte ich sagen, Papa Schlumpf. Ich bin der Meinung, wir sollten alle... Hey! Wartet auf mich! Holder Knabe im lockigen...
Wölfe! Aufhören, hört auf, sag ich. Pfui, 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 ihr dürft diesen Kindern nichts zuleide tun. Sie sind unsere Freunde, versteht ihr? Das ist der Weihnachtsmann. Ja, das muss er sein. So ist schön. Gut so. Nun macht euch auf den Weg, meine Freunde. Bitte, unser Großvater ist verletzt und braucht Hilfe. Unser Schlitten hat sich überschlagen und er... Wo ist euer Großvater? Er ist noch beim Schlitten. Heftig, Schlaubi und Klamsi, auf zum Schlitten. Ja, Papa Schlumpf. Schlumpfine, lauf zurück ins Dorf. Ich brauche Hilfe für diese Kinder. Ja, Papa Schlumpf. Also, meine Kinder, macht euch keine Sorgen. Bist du der Weihnachtsmann? Oh, der Weihnachtsmann, ich. Da ist er, kommt her. Tut mir leid, Hefti. Siehst du irgendwo einen Großvater, Schlaubi? Überhaupt nicht, Hefti. Aber hier müssen eine ganze Menge Menschen gewesen sein. Gut, dann sollten wir jetzt zurückgehen und Papa Schlumpf alles berichten. Hefti Schlaubi, guck mal da. Weißt du, was da geschrieben steht, Hefti? Was da geschrieben steht, ist nicht wichtig, Klamsi. Was es bedeutet, ist das einzig Wichtige. Oh, also nun lies schon. Also, Gwenwyr und William, eurem Großvater, geht es gut. Bleibt beim Schlitten, ich werde zurückkommen. Ich liebe euch, Onkel Edgar. Die Nachricht ist auf keinen Fall für uns gedacht. Obwohl wir hier sind. Drei kleine blaue Flecken in der weißen Wildnis. Hey, wartet auf mich! Der Trick, Azrael, ist es, die Kinder dem Fremden zu übergeben, das Schlumpfdorf zu vernichten und dann diesen guten Onkel zu dem Fremden zu führen und die Belohnung zu kassieren. Ja, ist das nicht genial, Azrael? Der beste Plan, den ich je hatte. Huhu, Kinder! Großvater wird staunen, wenn er hört, dass wir den Weihnachtsmann getroffen haben. Und all seine Helfer. Der ganze köstliche, wundervolle Pudding und ich habe nicht einen. Oh, Jokey, sei gefälligst nicht so selbstsüchtig. Es ist Festtagszeit. Du solltest geben und nicht nehmen. Und da ihr weit von zu Hause weg seid an diesem Heiligabend, möchte ich euch dieses kleine Geschenk übergeben. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett von dir, Weihnachtsmann. Was ist ein Weihnachtsmann? Oh, das ist ja wunderschön. Dankeschön. Papa Schlumpf! Ich hab den Schlitten gefunden, Papa Schlumpf. Es war ein Zettel dran, er war von eurem Onkel und es stand drauf, dass es eurem Großvater gut gehe. Und er will, dass ihr beide beim Schlitten bleibt, denn er wird zurückkommen. Das ist eine gute Nachricht. Oh, Weihnachtsmann, ich bin so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, meinen Großvater und meinen Onkel wiederzusehen. Können wir unsere Geschenke fertig auspacken, bevor wir gehen? Aber natürlich, William, ihr könnt alle öffnen. Ich hasse Geschenke. Nur sei doch mal ein bisschen nett, Muffi. Hier ist ein kleines Lied, das wir jede Weihnachten singen. Es ist sehr alt und sehr wahr. Wir müssen das Böse überstehen. Liebe lässt das Schlechte übersehen. Hoffnung und Vertrauen, darauf wollen wir alle bauen. Güte wird das Böse überstehen. Versucht mal mitzusingen, Kinder. Güte wird das Böse überstehen. Jawohl, so ist schön. So, Hefti, Schlaubi, Schlumpfine, sucht etwas Holz. Wir machen ein großes Signalfeuer. Ja, Papa Schlumpf. Gargamel. Ja! Gargamel! Lass mich los! Bitte, lass mich runter! Weihnachtsmann, hilf uns! Hilfe! Ruhig hier, Belga, oder ich gebe euch meinem Kater zum Fraß. Komm her, Azrael! Um die Schlümpfe kümmern wir uns später. Papa Schlumpf, was will der gemeine alte Gargamel mit den Kindern machen? Ich weiß es nicht, Schlumpfine, aber er hat bestimmt nichts Gutes vor. Was sollen wir machen, Papa Schlumpf? Da gibt's nur eins, Schlaubi, wir müssen sie verfolgen. Bitte, lass uns doch gehen! Was willst du mit uns machen? Das ist mein süßes Geheimnis. Gargamel! Die Kinder gehören jetzt mir, wie vereinbart. Ja, natürlich, wie vereinbart. Hier, nehmt sie, mein Ehrenwort ist Gold wert. Ja, das habe ich mir gedacht. Mit diesem Fremdling stimmt was nicht. Und hier ist, wie vereinbart, der Plan, mit dem du die Macht hast, das Dorf der Schlümpfe zu vernichten. Ja, in Ordnung, Kinder. Also geht mit dem netten Herrn da. Ich bin sicher, er hat ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch beide. Das hab ich in der Tat. Los, kommt jetzt. Papa Schlumpf, wie kann man nur so gemein sein? Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Oh, und ein schönes Weihnachtsfest für euch beide. Was hat er mit unserem Dorf vor? Das weiß ich nicht, Beauty.
Diese beiden Kinder sind jetzt wichtiger. Haha, habe ich euch endlich gefunden, ihr Schlümpfe. Kommt raus, es ist aus mit euch. Schlümpfe! Hey, Schlümpfe! Sie sind weg, Azrael. Na ja, macht nichts. Die kommen zurück. Oh, welche Freude. Ich werde eben ohne sie anfangen. Teuflische Kräfte, Hexen jaulen, alles, was lebt, soll jetzt faulen. Kommt, ihr Geister, wühlt im Sumpf. Tod ist morgen der letzte Schlumpf. Oh, es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Ich hab das Schlumpfdorf zerstört. Und jetzt werde ich meine 10 Goldstücke in Empfang nehmen. Fröhliche Weihnachten, Schlümpfe. Sie können nicht weit weg sein, Papa Schlumpf. Lass uns lieber abwarten, bis wir genau wissen, was er vorhat. Hallo, ich hab die Kinder gefunden. Ein Fremder mit einem gespenstischen Umhang hat die armen Kleinen durch den Wald verfolgt. Oh nein! Ich habe versucht, sie zu retten, ja wirklich. Und dieser wahnsinnige Fremde hat sich fast zu Tode geärgert über meine Hartnäckigkeit. In welche Richtung ging der Schurke? Die Richtung, über das Eis und durch den Wald. Auf geht's, Männer! Hey, wartet! Was ist mit meiner Belohnung? Meine 10 Goldstücke. Du wirst sie bekommen, wenn wir die Kinder gefunden haben. Oh, verdammt. Das ist eine Enttäuschung. Ganz ruhig. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Und du hast unseren gebrochen. Ich? Oh nein, das haben Sie missverstanden. Ich war nur... Schluss jetzt! Du wirst jetzt mitkommen. Ich hätte ja die größte Lust, aber ich habe noch eine Menge zu tun und ich muss noch... Oh ja, ja, ich komme, ja, ich komme. Alles, was Sie wollen, alles. Aber rufen Sie das Ungeheuer zurück. Nach dir, Gargamel. Ja, ja, natürlich, natürlich. Schau mal, Papa Schlumpf. Gargamel und Azrael haben sich ihnen angeschlossen. Armer William. Arme Guinevere. Vielleicht sogar armer Gargamel. Armer Gargamel. Ich kann nicht mehr laufen, mein Herr. Ich kann nicht mehr laufen. Wohin bringen Sie uns? Dieser Ort ist schon richtig. Na ja, dann brauchen Sie mich ja wohl nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Jemanden, der so böse ist wie du, kann ich immer bei meiner Arbeit gebrauchen. Aber... Und darum wirst du die Kinder und mich auf dem Rest der Reise begleiten. Aber wir können nicht mehr laufen. Wir müssen auch nicht mehr laufen, mein liebes Kind. Wo soll's denn dann eigentlich hingehen? Nach Hause. Zu mir nach Hause. Ich denke, es wird dir gefallen. Nein, nein, gehe ich nicht. Du gehst nicht, bevor die Zeremonie beendet ist. Ich hab so Angst. Feuer, Feuer, brenne hell. Bring uns heim jetzt auf der Stelle. Nein, bitte aufhören. Oh ja, ja, bitte hören Sie auf. Ich werde nie wieder schlecht sein. Ich verspreche es, ich werde ein Engel. Ich fürchte, Freunde, wir kommen zu spät. Ja, zu spät. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Aber Papa Schlumpf, was können wir denn schon tun gegen so eine böse Macht? Es gibt noch eine größere Macht. Das ist die Macht der Liebe. Singt, meine Schlümpfe, singt. Singen? Ja, singt, wie ihr nie zuvor gesungen habt. Und glaubt an die Macht des Gesangs. Güte wird das Böse überstehen. Liebe lässt das Schlechte übersehen. Lauter! Hoffnung und Vertrauen, darauf wollen wir alle bauen. Güte wird das Böse überstehen. Die Schlümpfe? Verschwindet, ihr Winzlinge! Meine Macht geht weit über euren Verstand! Hilfe, Weihnachtsmann! Hilfe! Lauter, meine Schlümpfe! Lasst eure Herzen sprechen! Ich warne euch, Schlümpfe! Hört mit dem Gesang auf! Liebe lässt das Schlechte übersehen! Feuerwand, Wachse! Kinder, hört ihr mich? Ja! Dann singt mit uns, es ist eure einzige Chance. Güte wird das Böse überstehen. Liebe lässt das Schlechte übersehen. Hoffnung und Vertrauen, darauf wollen wir alle bauen. Güte wird das Böse überstehen. Güte wird das Böse überstehen. Feuerwand! Erhebe die Höhe, lass keine Güte diesen Ring durchbrechen. Feuerwand, erhebe die Kühe! Gargamel, du auch, sing! Ich
singen? Oh nein, ja. Meine Güte, ich hasse Gesang, aber was soll's? Hoffnung und Vertrauen, darauf wollen wir alle bauen. Güte wird das Böse überstehen. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. William, Gwenniwehr, hallo! Großvater, Onkel! Gott sei Dank, euch geht's gut. Ihr seid wieder da, meine Lieblinge. Ich bin ja so froh. Sie sind heil und gesund. Das habt ihr mir zu verdanken. Und was ist nun mit meiner Belohnung? Glaub ihm bloß kein Wort. Er war ganz gemein. Was höre ich da? Alles Blödsinn. Ich habe nur versucht, Ihnen den Weg aus dem Wald zu zeigen. Na ja, aber Sie wissen ja, wie Kinder sind. Warte, tu ihm nichts, bitte. Es ist Heiligabend. Wir sollten ihm vergeben. Ihm auch? Auch ihm. Ja, Heiligabend sollten wir uns alle vergeben. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr in der Welt. Das ist das Einzige, woran ich glaube. Ach, Asrael. Der Weihnachtsmann hat uns gerettet. Der Weihnachtsmann? Ja, und all seine Helfer. Du hast ja keine Ahnung, was alles passiert ist. Der Weihnachtsmann? Na ja, wenn ihr meint. Auf Wiedersehen, Herr Weihnachtsmann. Schöne Feiertage. Frohe Weihnachten und ich danke euch allen. Nun, meine Schlümpfe, es sieht nicht gerade wie ein Festtag aus. Keine Geschenke, kein Pudding, kein Baum, nicht einmal warme Betten. Aber das Allerwichtigste ist doch immer noch unsere Gemeinschaft. Ja, das ist richtig. Besser hätte ich es auch nicht sagen können, Papa Schlumpf. Ich hasse es. Aber ich fühle mich trotzdem wohl. Hey, will vielleicht jetzt jemand mein Solo hören? Na klar, ja, ich los, Baby. Oh, schaut mal, wie schön. Hey. Was ist denn da bloß passiert, Papa Schlumpf? Ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte sowas wie ein Wunder sein.